So. Der PR-Manager, nee, der Diplomat trainiert auf der Trainingsbank. Okay. Ach so, das Ding war dazu da, Ausdauer wiederherzustellen, richtig? Nee, Ausdauer aufzufrischen. Ja, okay. Das heißt, vielleicht sollten wir sogar davon ein paar mehr aufstellen. Also nicht jetzt, sondern in der nächsten Basis. Ja, die nächste Basis. Oh, da freue ich mich schon so drauf. Immer nur diese neuen Spinde zu setzen. Alles wesentlich effektiver zu gestalten. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, gar keine Todesfallen zu bauen. Sondern echt nur auf unsere Kammerdiener zu setzen. Also größtenteils. Ich weiß, ab und an kommen Soldaten. Aber das wäre doch schon mal schon eine schicke Idee. Da würden wir tierisch viel Platz sparen. Oh ja, muss ich gucken. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist wesentlich mehr Knicke einbauen in dem Hauptkorridor. Oh, der Playboy. Den Playboy haben wir also, sehr schön. Ja, also wesentlich mehr Knicke einzubauen in den Hauptkorridor, damit wir die Kameras besser setzen können. Weil wir haben ja gemerkt, dass es hier extrem nervig war, an den richtigen Stellen Kameras aufzustellen. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier mitten im Gang eine, die hier runter guckt. Ja. Aber jetzt gucken wir mal kurz zum Playboy, beziehungsweise zu dem Gebiet, wo der Playboy war. Denn die ganzen Jungs müssen da so schnell wie möglich raus. Ja, Wut ist viel zu hoch. Alle Mann nach Hause bitte. So. Pause. Wir haben hier noch 8, 2, 3, 3. 8. Oh, wir brauchen 3 Techniker. Wir haben 3 Techniker. Das haut gerade, ganz gerade hin. Aber Risiko ist 0, das müsste klappen. So. Noch irgendwas auf der Weltkarte. Die Mariana Mamba soll zu Gelb gehören, also zu Smash. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass sie nur in... Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Oh, Fehlermeldung. Ah, warum? Wow, wow. Was zur Hölle ist hier passiert? Was bist du? Du bist Walter Matthews. Und du läufst brennend in einem Karateanzug durch die Kaserne. Ja, also anscheinend wurde hier irgendwas sabotiert. Ich lass mal weiterlaufen. Das wird jetzt alles nach und nach explodieren. Das ist gar nicht gut. Wart ihr das? Erbärmlicher Soldat. Nee, wenn die schießwütig... Wow, boom, boom, boom. Nicht gut. Streitkräfte auf der Insel sind an ein Gefecht verwickelt. Klicken Sie hier, um den Ort des Geschehens zu sehen. Ach, du bist das. Der Ninja hier. Du musst sterben. Haben wir irgendeinen Handlanger zu Hause? Nein, haben wir nicht. Das war doch so klar. Kaum schicke ich mal beide Handlanger ins Ausland, brauchen wir die zu Hause. Wir könnten jetzt Alarmstufe Rot einstellen. Aber dann wird wirklich jeder angegriffen werden. Und wir haben doch recht viele rote Punkte hier. So, ihr werdet mal verwirrt. Ihr seid ganz normale Soldaten, richtig? Sieht sich um. Oh. Oh, die haben so ein schicken Dingens. So viel dazu. Ihr seht euch nicht mehr um. Ihr werdet jetzt alle sterben. Achso, Steuerung drücken. Ihr werdet jetzt alle sterben. Und nicht nur du. Okay, also Alarmstufe Rot. Eine komplette Säuberung bitte. Denn die haben anscheinend teilweise wirklich diese Blaupausen dabei. Und wurde ja auch schon in der Aufgabe erzählt. Aber das hatte ich irgendwie wieder verdrängt. Ihr vielleicht auch noch? Nee, du bist der Feuerlöscher. Du vielleicht? Nein. Ja, also gut. Alarmstufe Rot. Alle werden jetzt getötet. Mal gucken, wie viel Schaden wir dabei nehmen. Wir werden auf jeden Fall die ganze Kaserne neu aufbauen müssen. Das ist nicht gut. Komm, Kung Fu Pao. Oh. Ich wollte gerade sagen, das sieht ja sehr dramatisch aus, was für eine Luftsprünge die da machen. Aber das war nur die Explosionswelle. Und Lord Kane ist wieder da. Was war das gerade? Ihr treuer... Genau, ihr treuer Diener Lord Kane ist aus der Wildnis zurück. Stimmt, er war auf deiner Mission gestorben, Anführungszeichen.
Hier prügeln sich auch Leute draußen. Ich würde es echt gerne einstellen können, dass nur unsere Wachen die Leute angreifen und nicht die normalen Arbeiter. Die werden auch gleich in Gefecht verwickelt werden. Wie viele Leute haben wir noch? 102. Also ja, schaffen werden wir es auf jeden Fall. Es wird bestimmt ein wenig teuer werden. Also alles neu aufzubauen, die Leute zu rekrutieren in einer einigermaßen annehmbaren Zeit. Also eventuell muss ich das hier noch höher schrauben. Nee. Komm schon, schnell löschen, bevor es wieder explodiert. Du noch. Die Geräusche sind teilweise echt cool. Ja, komm, schnell löschen. Am besten den da zuerst. Hey, warum läufst du damit weg? Neben dem steht doch nichts daneben. Genau, den da. Sehr gut, also Feuer ist unter Kontrolle. Töten. Alles töten. Alles töten. Töten. Das ist einer von uns, den sollten wir nicht töten. Die werden schon töten. Daka. Genau. Ja, die Dinger sind schon echt praktisch für so eine Säuberungsaktion. Das sind unsere Leute. Ja, so, rote Punkte haben wir hier noch. Die schleichen sich noch draußen rum. Die haben auch was. Die müssen also auch sterben. Oh, die Klonkammer. Ja. Momentan viel zu viel auf einmal. Klonkammer haben wir also. Und es sind alle gestorben, außer ein Techniker. Das ist nicht gut. Oh, Mariana war in der Nähe. Ja, also Techniker wird abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt niemanden mehr im Auslandseinsatz. Das ist gut, denn wir brauchen alle zu Hause. Jo, was haben wir jetzt hier in Kuba? Montezuma rekrutieren. Ein Voodoo-Zauberer. Sieht ein bisschen aus wie Lord Kane. Und wir brauchen dafür einen Arbeiter. Na gut, das machen wir nochmal kurz. Schicken wir nochmal einen davon und einen davon mit. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. So. Hier ist alles. Moment mal. Achso, du wurdest gefangen genommen. Unser Playboy muss ja noch verhört werden. Stimmt. So, ist es jetzt innerhalb der Basis wieder ruhig? Ja, sieht so aus. Das heißt... Die sehen ja sehr entspannt aus. Vor allem er in seinem Anzug. Ja, also innerhalb der Basis ist alles wieder ruhig. Das heißt, wir machen uns jetzt mal dran, das alles aufzuräumen und die Leute neu auszubilden. Ihn hier würden wir gerne verhören. Und zwar in der Zentrifuge. Das haben wir noch nicht gesehen. Den Laser fand ich persönlich ja ziemlich brachial. Das ist, glaube ich, kein guter Platz für eine Klonkammer, oder? Klonkammer bezeugen. Lassen Sie Ihr physische Genie damit einen Klon erzeugen. Physische Genie, du musst mal von deinem Posten weg. Und lauf mal hier hin. Mit den Klonen war das ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er sich jetzt klonen lässt. Dann haben wir einen Klon und der Klon muss von feindlichen Agenten umgebracht werden. Wenn der Klon anderweitig sterben sollte, dann kriegen wir Abzüge. Wenn er aber im Kampf quasi stirbt, dann kriegen wir einen Boni auf unsere Berühmtheit. So, hier müssen wir jetzt aber kurz neu bauen. So, bauen bitte. Wir hätten gerne Aufbewahrungsregal. Eins. Zwei. Dann noch ein Spinn zwischen. So, so. Wir brauchen auch noch neue Betten. Drehen bitte. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. So, das war auch mal wieder teuer. Jedenfalls diese
guten Regale. Ja, den einen Spinn setzen wir noch nach hinten, der Vollständigkeit halber. So. Stimmt, und den Trainingsraum brauchen wir auch noch. Fitnessraum. Ja, haben wir leider nicht wirklich viel Platz für. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So, ich will nicht wieder verpassen, wie der gefoltert wird. Wo bist du? Komischer Playboy, da ist unser Playboy. Ja, er benötigt Hilfe, das ist vollkommen richtig. Na komm. Das ist nur eine Tür. Nichts Gemeines. Obwohl wir bestimmt auch mit einer Tür foltern könnten. Das muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, das geht sogar. Anscheinend kann man ja fast alles als Folterinstrument missbrauchen. Also, hier im Spiel. Ja? Und so? So, und du klonst dich bitte mal. So, hoffen wir mal, dass keine Fliege mit in die Kammer kommt. Das wäre nicht so schön. Das geht ganz schön schnell. Au, au. Oder auch nicht so schnell. Jetzt wird er einfach nur geschleudert. Naja, einfach nur, das ist bestimmt nicht angenehm auf seinen... Wow. Wow. Die rosa Teile fliegen auch weg. Du kannst ruhig zwischendurch langsamer werden, sonst fliegt er irgendwann einfach weg. Aber er ist dran geblieben. Hätte ich nicht gedacht bei einem Playboy. Quietsch. Jetzt fällst du tot um oder kommt gleich Runde 2? Schalt das auf rot. Hey, er lebt noch. Oh, da ist Ah. Oh. Oder lebt auch nicht. Zu Tode geschleudert. Und anscheinend haben böse Playboys rote Sachen an. Aber ja, was ich gerade sagen wollte. Anscheinend musste einer von unseren Bediensteten erstmal in die andere Kammer. Und wurde dann irgendwie umgemodelt. Und das ist jetzt unser Decoy. Der kommt mal hier hin. So, wo bist du? Da. Den können wir sogar von Hand steuern, das ist sehr gut. Du gehst bitte wieder zurück in die Zentrale. Und... Das müsste soweit gewesen sein. Also, aufgebaut ist gleich wieder. No, stopp. Pause. Die haben nichts dabei. Ihr dürft also verwirrt werden. Das werde ich jetzt immer so machen. Sobald irgendwo neue rote Punkte auftauchen, gucke ich mal. Oh, warte mal, vielleicht müssen wir sie gar nicht umbringen. Da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht. Also die werden bestimmt nicht die Blaupausen für eine Todesmaschine sich bei sich am Körper tragen. Wahrscheinlich müssen wir sie eher verhören. Okay, nächstes Mal. Also, jeder neue Punkt auf der Karte wird überprüft. Ob die was dabei haben, wie das da zum Beispiel. Und diesmal werden die Jungs gefangen genommen. Das heißt, sobald die in die Basis kommen, werden sie hoffentlich gefangen genommen. Was ist mit euch? Ihr habt nichts. Okay, Leute, die nichts haben, werden verwirrt. So, das klingt nach einem Plan. Er steht hier rum und wird hoffentlich bald abgeschossen. Was sagt unsere Beliebtheit? Wir sind irre. 176. Das ist doch mal schick. Was haben wir hier? Ach, unsere ganzen Handlanger, die wir vorher hätten auswählen können, tauchen jetzt nach und nach wieder auf. Also wir konnten ja vorher nur einen auswählen, dann haben wir den Großwildjäger genommen. Oh. Ich wollte gerade sagen, wenn wir dich engagieren können, hätte ich dich genommen. Das sieht ganz cool aus mit der Uniform. Aber das ist eine Agentin. Die wollen wir nicht so unbedingt ärgern.